Die Suche nach einem käsigen Geschmack ist vor allem für Vegetarier, aber auch für Mischköstler, die Veganer werden wollen, eine Herausforderung. Auf der Suche nach der Grundkäseformel zur eigenen Geschmacksbefriedigung, was ein langer Weg war nebenbei, konnte ich die Grundlagen finden. Es erwartet dich, welche Faktoren wichtig sind, um einen käsigen Geschmack herzustellen. Leben in lebendigen Beziehungen. Zu dir, zu anderen, zur Natur. Spüre die Wechselwirkung von Natürlichkeit, Gesundheit und Lebensfreude. Lebe dein allerbestes Sein. Lebe das. Diese Frage ist sicherlich interessant für Veganer, aber auch Vegetarier. Denn aus meiner eigenen Erfahrung von dem Wechsel vegetarisch zu hauptsächlich vegan, habe ich einfach gemerkt, dass es eine wunderbare Ergänzung ist. Deshalb hier meine Tipps, um einen käsigeren Geschmack hinzubekommen. Punkt 1 ist die Salzmenge. Wir vergessen immer, dass in Käse unglaublich viel Salz ist und das Salz, ja, ein wesentlicher Geschmacksträger ist, damit das Ganze auch entsprechend schmeckt. Ein weiteres nützliches Hilfsmittel ist Schabziger Klee. Schabziger Klee hat auch bringt eine käsige Note in das Ganze herein. Zusätzlich helfen kann es dann auch, das Ganze manchmal einfach noch ein bisschen stehen zu lassen. Auch ein Käse, ja, der wird nicht produziert sofort und isst du sofort. Auch dieser wurde in der Regel schon einige Male, ja, wurde schon einige Wochen oder Monate, ist er sogar gereift, bis du ihn zu dir genommen hast. Das ist hier bei der eigenen Zubereitung in der Regel nicht nötig. Aber mit mehr Salz, als man vielleicht glauben würde, wenn man einfach nämlich mal genau drauf guckt, wie viel Salz im Käse ist, und dem Schabzigerklee, wird es dir ganz sicher gelingen, einen käsigeren Geschmack zu zaubern. Mehr Informationen findest du auf lebedas.de. Danke, dass du das Video angesehen hast. Wenn du dich angesprochen fühlst, teile oder like es. Gerne kannst du auch unseren Kanal abonnieren. Lebe das kannst du als kostenfreies Portal für dich nutzen. Um unabhängig zu bleiben und noch mehr Wissen weiterzugeben, freuen wir uns, wenn du einen kleineren oder auch größeren Betrag dazu stiftest. Lebe dein allerbestes Sein. Lebe das.